Bevor ich jetzt unsere Gäste des heutigen Abends vorstelle, möchte ich noch zu dem zweiten Schwerpunkt unserer aktuellen Arbeit hinweisen. Morgen, und zwar ist es allen Ordens, gründen sich sogenannte Griechenland-Solidaritätskomitees, so auch hier in Kassel. Da darf ich Sie ganz herzlich, euch ganz herzlich für morgen Abend 19 Uhr in das Café Werkstatt in Kassel gegenüber der Stadthalle zu einem griechischen Abend einladen. Solidarität, auch mit Kultur, mit Essen, mit Beiträgen, recht herzliche Einladung an dieser Stelle. Des Weiteren habe ich vergessen, mich ganz besonders bei einigen Menschen zu bedanken, ohne die es nicht möglich wäre, diese, ich sehe also eine der bestbesuchtesten Veranstaltungen der letzten Jahre, hier auf die Beine zu stellen. Als da wären Marianne, Ronny und Andreas, ganz herzlichen Dank an euch. Nochmal, sollte es aus dem Publikum Anmerkungen oder Fragen geben, möchte ich die möglichst kurz halten. Bitte keine Co-Referate führen. Ich sammle alles hier vorne, was wir abarbeiten können, arbeiten wir ab. Aber jetzt beginne ich mit der Vorstellung unserer Gäste. Als da wären Katrin Fuchs, unsere Rechtsanwältin, die seit einiger Zeit oder einigen Jahren schon die Rechts- und Sozialberatung hier in Kassel für die Linke im Büro in der Schillerstraße und im Rathaus in der Rathausfraktion macht. Katrin wird einige Schlaglichter auf die Arbeitsmarktreform Hartz I und folgende werfen aus Kasseler Sicht, was es bedeutet, gerade hier in Kassel. Des Weiteren möchte ich Inge Hannemann ganz herzlich begrüßen. Inge Hannemann. Inge Hannemann kann die Sicht aus dem Innenleben der Jobcenter als ehemalige Mitarbeiterin eines Jobcenters beleuchten. Sie wird auch als Hartz-IV-Rebellin bezeichnet, was ich als Auszeichnung empfinde. Und seit Januar ist Inge Hannemann Mitglied der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, das heißt vergleichbar mit dem Landtag hier in Hessen. Ja, Mitglied der Linken. Und an meiner rechten Seite Professor Dr. Butterbecke, Politikwissenschaftler und Armutsforscher. Christoph Butterbecke lehrt an der Uni Köln und wird Hartz IV und die Folgen aus wissenschaftlicher Sicht beleuchten können. So und all. Und als erstes hat jetzt Katrin das Wort als Hiesige. Ja, einen schönen guten Abend miteinander. Ich bedanke mich für die Einladung zu dieser spannenden Veranstaltung hier heute Abend zu dem Thema 10 Jahre Hartz IV. Ich bin also gebeten worden, hier als Praktiker vor Ort ein paar Worte zur Situation in Kassel zu machen. Ich darf mich kurz nochmal vorstellen. Ich bin Rechtsanwältin, praktiziere seit dem 01.01.2005. Wie es auffällt, der 01.01.2005 war auch der Tag des Inkrafttretens von Hartz IV. Man kann eigentlich sagen, dass ich seit dieser Zeit auch schwerpunktmäßig in diesem Metier tätig bin. Kann ja im Prinzip schon eine kurze Zusammenfassung geben. Es ist also genauso kompliziert und schwierig am Anfang wie auch heute. Also es hat sich nicht sehr viel geändert. Es bleibt ein sehr, sehr kompliziertes Gesetz und ist mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Die Einführung von Hartz IV hat bundesweit für großes Aufsehen gesorgt. Es war halt schwierig, speziell für Kassel hier die Besonderheiten herauszukristallisieren.
digitalisieren, weil es natürlich ein Bundesgesetz gibt und die Problemlage natürlich in jeder Kommune eine ähnliche ist. Und ich denke auch, die Gesamtproblematik wird überall eine ähnliche sein. Gleichwohl nimmt Kassel doch noch eine besondere Situation ein, weil die Stadt Kassel hier speziell eine Testkommune war. Es gab eine sogenannte Experimentierklausel im Bundessozialhilfegesetz. Die ist bereits 2001, also 4 Jahre vor Hartz IV eingeführt worden. In dieser Experimentierklausel wurde eine Kommune ausgewählt, das war unter anderem die Stadt Kassel. Die sollte dann die Sozialhilfe pauschalisierend hier einführen, um eben zu testen, wie die Bereitschaft der Leute ist, wie die das hier mitmachen, ob sie das eben bundesweit tatsächlich durchziehen können. Pauschalisierung, was heißt das? Früher ging es eben nach dem Bedarfsdeckungsgrundsatz, dass man einzelne Bedarfe separat beantragen konnte. Wenn zum Beispiel Winterkleidung anstand, konnte man hierfür speziellen Antrag stellen. Das wurde jetzt sozusagen abgeschafft und in einem Gesamtbetrag zusammengefasst, wo halt jeder mit klarkommen musste. Aus Sicht des Gesetzgebers ist dieses Vorhaben gelungen. Sehr viel Widerstand gab es dann offensichtlich nicht, sodass man dann ruhigen Gewissens Hartz IV bundesweit einführen konnte. Ja, die Praktiker und Betroffenen sehen das etwas anders. Die Pauschalisierung ist nämlich mit sehr, sehr vielen Problemen verbunden. Und der Bedarfsdeckungsgrundsatz ist vorsichtig ausgedrückt nicht immer gewährleistet. Ich will das kurz anreißen. Also viele Mandanten von mir beklagen, dass sie eben am Monatsende immer sehr, sehr knapp sind mit dem Geld, also teilweise gar nicht mehr auskommen. Und die Pauschalisierung sieht unter anderem auch vor, dass man gewisse Ansparbeträge hat, die man zurücklegen muss, um eben größere Anschaffungen, wie zum Beispiel Waschmaschinen, anschaffen zu können. Wenn aber das Geld knapp ist, heißt das ja im Klartext, dass dieser Anschaffungsfreibetrag oder dieser Anschaffungsbetrag gar nicht zur Geltung kommt. Also man eben keine Rücklagen bilden kann. Das führt dann letzten Endes dazu, dass wenn dann so ein Bedarf entsteht, dass man ein Darlehen aufnehmen muss, was auch immer nicht ganz einfach ist. Aber wenn man es bekommt, kann man zwar die Anschaffung tätigen, bedeutet aber, dass dann Monat für Monat die Geldbeträge natürlich von der Regelleistung wieder abgezogen werden. Wenn dann natürlich noch Sanktionen hinzukommen, kann man sich das, denke ich, ausrechnen, dass man da dauerhaft eigentlich unterhalb des Existenzminimums leben muss. Und da sind doch relativ viele von betroffen. Aber da wird der Herr Professor Butterwette noch, denke ich, einiges zu sagen. Ja, eine weitere Besonderheit, also die hat für ganz großes auch Medieninteresse geführt, ist, dass die Pauschalisierung nicht nur in Bezug auf die Regelleistung hier durchgeführt wurde, sondern eben auch in Bezug auf die Unterkunftskosten beibehalten wurde. Die Besonderheit ist, dass diese Praxis rechtswidrig war, was die Stadt eigentlich auch wusste, es aber insgesamt 5 Jahre gedauert hat, bis dann über die Sozialgerichtsentscheidung und Bundessozialgerichtsentscheidung hier eine Änderung herbeigeführt werden konnte. Also die haben sich sehr renitent gezeigt und sich zurückgelehnt und gesagt, die Pauschalierung ist halt aus ihrer Sicht rechtmäßig. War sie nicht, das wussten sie auch. Das ist natürlich sehr schwierig für viele gewesen, damit klarzukommen, weil die Beträge dann doch in den allermeisten Fällen oder doch in recht vielen Fällen nicht ausgereicht haben. Nachdem das dann endlich dann geändert werden konnte, hat das dann auch nicht dazu geführt, dass die Stadt, wie es angekündigt hat, freiwillig diese Differenzbeträge, die zu knapp ausgezahlt wurden, zurückerstattet hat, sondern musste jeder Einzelne sich selbst quasi drum kümmern und Überprüfungsanträge stellen, die dann vielleicht irgendwann mal bearbeitet wurden. Wer das nicht gemacht hat, ja, der hat sozusagen gelitten. Ja, die Tricksereien setzen sich aber leider Gottes auch noch fort in diesem Bereich. Es muss ja dann so ein schlüssiges Konzept erstellt werden, muss bestimmte Kriterien erfüllen, die das Bundessozialgericht aufgestellt hat.
Da hat sich die Stadt natürlich auch ein bisschen Zeit gelassen und hat dann ein Gutachten auch in Auftrag gegeben mit einer Wirkungsdauer von 2 Jahren und der Erhebungszeitraum endete im Jahre, also im Februar 2011. 2 Jahre später wäre es Februar 2013. Die Umsetzung erfolgte erst im Juli 2011 und das neue Konzept im Jahr 2013 wurde letztendlich dann auch erst im September 2013 umgesetzt. Das heißt, also da haben sie nur einen Spielraum von mehreren Monaten, in dem sie richtig Geld gespart haben, weil in dem zweiten Konzept nämlich festgestellt wurde, dass die Unterkunftskosten drastisch gestiegen sind. Aber es hat natürlich auch nicht dazu geführt, dass man da rückwirkend irgendwie mehr Leistung bekommen hat. Also das ist dann ganz klare Einsparung gewesen. Und ja, wie es dieses Jahr ist, das ist auch noch offen. Also bis jetzt liegt das Konzept jedenfalls noch nicht vor. Ja, muss man eben abwarten, was da passiert. Ja, dann eine weitere Besonderheit. Ja, denke ich einfach, die jetzt auch die Stadtkasse hier durchführt, eben um auch eine gewisse Basis zu haben für Konzepte oder die Unterkunftskosten, das ist die Anforderung von Mietbescheinigungen. Das haben sie vorher sogar mit Drohungen und Einstellungsdrohungen versucht durchzusetzen, dass jeder so eine sogenannte Mietbescheinigung vorlegen muss. Das heißt, dass er musste seinem Vermieter quasi offenbaren, dass er Hartz-IV-Empfänger ist und dann musste der Vermieter da die Einzelheiten zu der vermieteten Wohnung eintragen und die wurde dann dem Jobcenter weitergeleitet. Mittlerweile konnten wir aber offizielle Stellungnahmen bekommen seitens des Jobcenters, dass diese Praxis rechtswidrig ist, also dass diese Mietbescheinigungen nicht angefordert werden dürfen, jedenfalls auch nicht unter Zwang. Praktisch ist es aber so, dass bei jedem Antrag, Hauptantrag oder Weiterbewegungseintrag immer zwingend drin steht, Vorlage dieser Mietbescheinigung. Das haben sie natürlich so formuliert, dass der Betroffene denkt, er muss sie vorlegen. Aber von der Formulierung her könnte sie sich rausreden, dass da kein Zwang hintersteht. Also das ist ja ein bisschen schwierig. Also kann man halt in der Beratung dann nochmal darauf hinweisen, also dass das nicht zwingend erforderlich ist. Also für die einen oder anderen ist das halt schon unangenehm, sich den Vermieter da an diesem Punkt zu offenbaren. Im Prinzip waren das so die Hauptpunkte hier, die in der Stadtkasse jetzt relevant waren, speziell zum Thema Hartz IV. Alle anderen Bereiche, wie Sanktionen oder die Anrechnung von Einkommen oder Vermögen ist, also es sind ja sehr, sehr, sehr viele Problembereiche, die Eingliederungsvereinbarung etc., das sind im Wesentlichen also Themen, die eben bundesweit von Relevanz sind. Von daher möchte ich mich erstmal an dieser Stelle darauf beschränken und denke, dass dann in der zweiten Runde vielleicht dann noch Einzelheiten besprochen werden können. Gut, dann gehe ich.